Shalom zusammen und willkommen zu einem neuen Video, das mal wieder die übernatürliche Botschaft des Evangeliums deutlich machen soll. Eine Botschaft, die sich heute in der ganzen Welt verbreitet hat, auch wenn nicht alle Menschen an Jesus und das Evangelium glauben. Ich habe bereits am 9. März 2017 ein Video über den Bibelcode in chinesischen Schriftzeichen gemacht und die biblischen Botschaften, die sich hinter diesen chinesischen Buchstaben verbergen. Um ein Beispiel zu nennen, sehen wir hier das chinesische Wort für Boot, das sich wiederum aus drei anderen chinesischen Worten zusammensetzt, nämlich Gefäß, der Zahl 8 und dem Wort für Menschen. Dieses Wort könnte buchstäblich ihren Ursprung in der Geschichte der Arche Noah und der Sintflut haben, als ebenfalls nur 8 Menschen an Bord waren, nämlich Noah, seine Frau, seine drei Kinder und deren drei Frauen. Auch dieses Video führt uns wieder nach China, der zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Welt, wo aktuell etwa 35 Millionen Christen leben. Heute wollen wir uns allerdings zwei, drei Berichte aus China anschauen, die mit Ereignissen zusammenhängen, die sich vor etwa 2000 Jahren in Jerusalem abgespielt haben. Damals regierte die Han-Dynastie das Kaiserreich von China, und zwar von 206 v. Chr. Bis 220 nach Christus. Die Han-Dynastie war damals das erste große Imperium in China. Der Kaiser, der zur Zeit von Jesus Christus damals in China an der Macht war, ist ein ganz besonderer Kaiser gewesen, nämlich Kaiser Guangwu von Han, also von der Han-Dynastie. Er ist geboren am 15. Januar im Jahr 5 vor Christus und gestorben am 29. März des Jahres 57 nach Christus. Ab dem Jahr 36 nach Christus regierte er uneingeschränkt über ganz China. Über seine Charaktereigenschaften wird Folgendes berichtet. Einzigartig ist in den Quellen zufolge die Kombination zweier vorzüglicher Charaktereigenschaften des Kaisers, Entscheidungskraft und Milde. Zur Schaffung seines Reiches suchte er stets nach friedlichen Wegen. Er litt auch nicht an Eifersucht oder Verfolgungswahn, wenn seinen Generälen und Beamten entscheidende Erfolge zu verdanken waren. Kaiser Guangwu scheint also gute Charaktereigenschaften gehabt zu haben, weswegen es auch zur Botschaft passt, die er verbreitet hat, und zwar im Jahr 31 nach Christus, also in jenem Jahr, als auch Jesus gekreuzigt worden sein soll. So heißt es in History of Later Han Dynasty, Volume 1, Chronicles of Emperor Guangwu aus dem Jahr 31 nach Christus, das kaiserliche Edikt. Sonne und Mond wurden verfinstert. Die Sünden aller Menschen liegen jetzt auf einem Mann. Der Kaiser verkündet allen unter dem Himmel Vergebung. Kaiser Guangwu berichtete also im Jahr 31 nach Christus, dass Sonne und Mond sich verfinstert hätten und in jenem Moment die Sünden aller Menschen auf einem Mann liegen würden, was aber gleichzeitig mit Vergebung dieser Sünden zusammenhängt. Dieser chinesische Kaiser konnte zu jener Zeit gar nicht gewusst haben, was sich damals in Jerusalem am Kreuz abgespielt hat, weil diese Botschaft im Jahr 31 nach Christus noch gar nicht verkündet wurde. Vergleichen wir diese drei Aussagen von Kaiser Guangwu einmal mit der Bibel. Fangen wir zunächst mit der Verfinsterung an, als Jesus gekreuzigt wurde. In Lukas 23 wird ab Vers 44 Folgendes berichtet. Es war aber um die sechste Stunde und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne wurde verfinstert und der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Die erste Aussage, dass sich während der Kreuzigung eine Finsternis einstellte, kann die Bibel also bestätigen. Kaiser Guangwu bringt diese Finsternis aber auch noch mit einem Mann in Zusammenhang, auf dem die Sünden aller Menschen liegen würden, was die Bibel natürlich ebenfalls bestätigt. So heißt es im 1. Korintherbrief Kapitel 15 Vers 3, in Galater 1 Vers 4 und im 1. Petrusbrief Kapitel 2 Vers 24. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen, durch seine Wunden seid ihr heil geworden.
Auch dieser zweite Punkt, dass Jesus unsere Sünden tragen bzw. unsere Sünden auf ihm legen würden, ist eindeutig in der Bibel wiederzufinden, genauso wie den dritten Punkt, nämlich dass wir laut dem chinesischen Kaiser Guangwu durch diesen Mann auch Vergebung unserer Sünden erfahren würden. Dazu heißt es in Apostelgeschichte 10, Vers 43 und in Kolosser 1, Vers 13: Von diesem, nämlich Jesus, legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. So wie alle Menschen gesündigt haben und daher kein Mensch die Sünden anderer Menschen tragen kann, so war eben nur Jesus in der Lage dazu, dieses Werk zu vollbringen, um dadurch eine himmlische Vergebung für alle Menschen möglich zu machen, wenn sie daran glauben. Doch schauen wir mal, was Kaiser Guangwu im Jahr 31 nach Christus außerdem über diesen Mann sagte, der unsere Sünden tragen würde. So heißt es in History of Later Han, Annalen Nummer 18 aus dem Jahr 31 nach Christus: Finsternis am Tag von Guihai, als der Mensch aus dem Himmel starb. Der Mensch, dessen Tod zu einer Finsternis führte, aber auch zur Vergebung der Sünden, war also kein gewöhnlicher Mensch laut Kaiser Guangwu, sondern ein Mensch, der aus dem Himmel kam, weil er im Himmel auch seinen Ursprung hat, nämlich beim himmlischen Vater. Jesus sagte in Johannes 6 ab Vers 33, in Kapitel 8 Vers 23 und in Johannes 17 Vers 5: Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Dass Jesus ein Mensch wurde, heißt nicht, dass Jesus schon immer ein Mensch war oder heute noch ein Mensch ist, sondern dass er vor 2000 Jahren ein Mensch geworden ist, um als Mensch für die Sünden der Menschen zu sterben. Laut Bibel ist Jesus nach 3 Tagen wieder auferstanden, fuhr schließlich zum Himmel auf und setzte sich zu Rechten Gottes des Vaters. Schauen wir mal, was Kaiser Guangwu 3 Tage nach seiner Botschaft von der sündenvergebenen Kreuzigung des Menschen schrieb, dessen Tod zu einer Finsternis führte. So heißt es in History of Later Han, Annale Nummer 18, 3 Tage später: Während der Regierungszeit von Kaiser Guangwu am Tag von Binyin, des 4. Monats von Sangwu, umkreiste ein Kreis und ein Regenbogen die Sonne. Zum einen ist der 4. Monat unseres heutigen Kalenders auch meistens der Monat, in dem Ostern bzw. Passa und die biblischen Frühlingsfeste gefeiert werden, an denen sich genau das ereignete, was das Evangelium und die Botschaft von Kaiser Guangwu ausmacht. Auch der Regenbogen steht in Zusammenhang mit dem Thron Gottes, denn in Offenbarung 4, Vers 2 steht geschrieben: Und sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardestein gleich, und ein Regenbogen war rings um den Thron. Könnte es also sein, dass der chinesische Kaiser Guangwu deswegen so einen guten Charakter hatte, weil er die Botschaft des Evangeliums nicht nur erfahren hat, sondern auch an diese Botschaft glaubte? Der Heilige Geist vermag viel, weil nichts für unseren Gott unmöglich ist, weder in Israel noch in China, weder im Himmel noch auf Erden. In Jesaja 59, Vers 19 heißt es: Dann wird man im Westen den Namen des Herrn fürchten und im Osten seine Herrlichkeit. 35 Millionen Chinesen haben bereits die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus erkannt und ich bete dafür, dass es noch sehr viel mehr werden. Jesus gab uns ein wunderbares Versprechen, als er in Matthäus 8, Vers 11 sagte: Viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Viele Menschen würden heutzutage gerne mit bekannten Schauspielern, Musikern oder Sportlern zu Tisch sitzen, doch mit Menschen kann jeder zu Tisch sitzen, aber den Tisch mit dem Herrn und den Heiligen Gottes zu teilen, während Engel uns umgeben und wir im neuen himmlischen Jerusalem ein neues Zuhause finden, das kann nicht jeder, sondern nur jene, die glauben, wenn
Die Wahrheit ans Tageslicht kommt sowohl in Israel als auch in China und auf der ganzen Welt, nämlich der König aller Könige, das Leben selbst und die Rettung für die Menschheit, der Sohn Gottes, Jesus Christus. Amen und Gott segne euch.